In der Komödie «Der Boss» hat Michel Dornell Geld zum Versauen. Kein Wunder also, dass die erfolgreiche Geschäftsfrau immer mit einem breiten Grinsen durchs Leben stolziert. Das Lachen vergeht ihr aber schon gleich, wo sie wegen Insiderhandel ins Gefängnis muss. Klar, dass sie nach dem Aufenthalt wieder muss bei Null anfangen. Aber Michel wäre nicht Michel, wenn sie nicht schon einen neuen Geschäftsplan hätte. Was ist das alles? Das ist mein Neuanfang. Ich gründe ein Brownie-Imperium und bringe Mädchen bei, wie man nach oben kommt. Wir brauchen ein paar fähige Rekruten. Konzentrier dich auf die aggressiven Mädels. Irgendwie zittere ich. Das ist nur die Wirkung des Kaffees. Oh, weißt du was? Oh, ich habe sie wohl verwechselt. In meinen hatte ich einen Spritzer Bourbon getan. Verkörpert wird Michel Dornell von der US-Komikerin Melissa McCarthy, die außerdem das Drehbuch beigesteuert und den Film auch produziert hat. Für sie haben selbstsüchtige Leute wie ihre Filmfigur etwas Faszinierendes, gleichzeitig aber auch etwas Trauriges an sich. I had a real fascination. Mich macht es immer neugierig, wenn jemand behauptet, er brauche niemanden, sondern nur sich selber, sein Geld und seine Macht. Ich bin nicht so und will immer die Familie und den Freundeskreis um mich herum haben. Ich frage mich dann immer, wie man nur so leben kann und was die Person zu verheimlichen hat. Ich bin aber fast schon besessen davon, herauszufinden, was bei so jemandem dahinter steckt. All die Erfahrungen packt Melissa McCarthy jetzt in die Kunstfigur von der Michelle, wo ein bitterböse Parodie auf Selfmade-Millionäre und ihre Sucht nach Geld und Macht aufs Korn nimmt. Okay, Crystal, was sagen wir, wenn jemand nichts kaufen will? Kauf meine Brownies oder ich töte dich.